Ich glaube, wenn ich die Aussage bringe, Godzilla hat kein leichtes Leben, dann werde ich da von euch relativ wenig Widerspruch bekommen. Wenn wir uns die gesamte Filmreihe einfach mal so anschauen, dann ist Godzilla wirklich der wahrscheinlich am meisten getebeutelte Kaiju oder eben auch Titan des gesamten Monsterverse. Und das nicht nur auf Hollywood bezogen, nein, auch die Toho-Filme zeigen immer wieder, wie schwer Godzilla eigentlich das Leben in unserer Welt fallen muss. Ich meine, er ist eine Kreatur, die einfach nicht mehr in die heutige Zeit gehört, und wenn er dann mal auf Artgenossen trifft, dann wollen die ihn nicht selten einfach auch mal töten. Einer der prägnantesten Gegner von Godzilla ist der liebe Destoroyer oder auch Destroyer genannt. Und ja, der Name orientiert sich natürlich nach dem englischen Wort Destroyer, also Zerstörer, wird aber im Japanischen eben etwas anders geschrieben bzw. auch anders ausgesprochen. Und genau dieser Destroyer ist ja ebenfalls im Gespräch, einer der kommenden Gegner im Monsterverse zu werden. Warum das so verheerend sein könnte oder ebenfalls auch sehr wichtig, das besprechen wir jetzt hier in diesem Video. Denn hier werde ich mit dir alles besprechen, was du da draußen über Destoroyer wirklich wissen musst. Über den wahrscheinlich mächtigsten Gegner von Godzilla. Fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Godzilla ist zweifellos der unangefochtene König der Monster. Er hat sich in nicht weniger als 6 Jahrzehnten zu einem der ikonischsten Kaiju der gesamten Filmgeschichte entwickelt. Und ja, natürlich musste sich Godzilla im Laufe dieser Jahrzehnte gegen allerhand bösartige Monster behaupten. Aber nur wenige seiner Gegner waren wirklich so tödlich und furchterregend wie der sogenannte Destroyer oder auch Destoroyer. Aber wer oder was genau ist dieses Monster und warum gilt es als einer der gefährlichsten Gegner, die Godzilla jemals bekämpft hat? In diesem Video besprechen wir die Geschichte und die Geheimnisse hinter dem ominösen Destroyer und klären auf, warum dieser Gegner einen so besonderen Stellenwert bei allen Godzilla-Fans hat. Denn Fakt ist, Destroyer ist eines der beeindruckendsten Monster, sowohl von der Erscheinung als aber auch von der Fähigkeit her, die es je im Godzilla-Universum selbst gegeben hat. Sein erster und bisher auch leider einziger Auftritt fand 1995 im Film Godzilla vs. Destroyer statt. Doch die Geschichte dieses Gegenspielers beginnt wesentlich früher mit einem Ereignis, das bereits in einem der ersten Filme stattgefunden hat, beziehungsweise im allerersten Godzilla-Film. In Godzilla aus dem Jahr 1954 wurde eine spezielle Waffe eingesetzt, um Godzilla selbst zu besiegen. Diese Waffe kennen wir als den sogenannten Oxygen Destroyer oder auch zu Deutsch den Oxygenzerstörer. Diese verheerende Waffe zerstört die Molekularstruktur alles Lebendigen und ließ im Endeffekt nicht mehr als den Tod selbst zurück. Doch es waren die Überreste dieser vernichtenden Energie, die Destroyer letztendlich erschaffen hat. Und ja, tatsächlich leitet sich auch der Name Destroyer oder auch Destoroyer von Destroyer, also Zerstörer, ab, nur eben anders geschrieben. Der Name ist aber eben eine Referenz daran, denn auch der Oxygen Destroyer trug ja im Endeffekt den Namen Destroyer in sich. Die Waffe wurde also am Ende des allerersten Godzilla-Films als allerletzte Maßnahme im Kampf gegen Godzilla eingesetzt, um genau diesen zu vernichten. In den Tiefen des Ozeans, genau an der Stelle, wo der Oxygenzerstörer eingesetzt wurde, entwickelten sich dann im Laufe der Zeit mikroskopisch kleine Organismen, die sich langsam zu einem Albtraum aus einer anderen Welt formen sollten. Ja, dem sogenannten Destroyer. Das Ergebnis der biologischen Evolution dieser mikroskopisch kleinen Wesen ist nichts weniger als ein Monster aus purer Zerstörung. Und ihr merkt schon, tatsächlich, ja, gibt es hier im Endeffekt auch einen persönlichen Bezug zu Godzilla selber, denn genau mit dieser Waffe wurde er in seinem allerersten Film vernichtet. Nun sorgt diese Waffe dafür, dass wir eine neue Kreatur präsentiert bekommen. Destroyer ist ein wahrlich einzigartiger Gegner. Während die meisten anderen Kaijus aus einer einzigen Form bestehen, kann sich Destroyer weiterentwickeln und anpassen. Er beginnt als winzige, mikroskopisch kleine Lebensform, die sich dann in koloniale Formen zusammenschließt, um dann immer größere und tödlichere Stadien zu erreichen. Diese Transformation alleine macht Destroyer zu einem ständig wachsenden und anpassungsfähigen Feind. Am Ende dieser Evolution erreicht Destroyer dann seine finale Form. Eine gigantische Bestie, die mit riesigen Flügeln, einem todbringenden Schwanz mit einer zangenartigen Kralle und einem Körper aus reiner Zerstörungskraft ausgestattet ist.
Er ist unvorstellbar stark, widerstandsfähig und besitzt die Fähigkeit, den sogenannten Micro-Oxygen-Strahl abzufeuern. Eine Waffe, die an den Oxygen Destroyer angelehnt ist. Eine Waffe, die ähnlich wie der Oxygenzerstörer selbst funktioniert und somit auch eine gewaltige Gefahr für Godzilla ist. Ja, diese Attacke kann genau wie die eigentliche Waffe seine Feinde auf molekularer Ebene zersetzen. Aber auch da hören die Fähigkeiten noch nicht auf. Nein, Destroyer besitzt ebenfalls die Fähigkeit, seinen sogenannten Hornstrahl, eine Art von Energieklinge, aus seinem Kopf auszustrahlen. Diese Fähigkeit kann seine Feinde unter anderem mit Leichtigkeit zerschneiden und somit einen schnellen Tod garantieren. Somit könnte man wirklich festhalten, dass Destroyer aufgrund seiner zahlreichen, wirklich todbringenden Fähigkeiten zu einem extrem gefährlichen Gegner und das sogar für den mächtigen Godzilla werden kann. Der Höhepunkt von Godzilla vs. Kong ist der erbitterte Kampf zwischen Godzilla und Destroyer. Wer hätte es gedacht? In diesem Film steht Godzilla am Rande des Todes, da sein innerer Kern aufgrund einer nuklearen Instabilität kurz vor der Explosion steht. Godzilla brennt, also buchstäblich, und ist auf dem Weg, sich selbst zu vernichten und dabei im Endeffekt die Welt zu zerstören. Doch während Godzilla mit seinem eigenen Schicksal zu kämpfen hat, erscheint dann der gefährliche Destroyer und stellt eine noch größere Bedrohung für die Erde dar. Der Kampf zwischen den beiden Giganten ist einer der intensivsten und dramatischsten in der gesamten Godzilla-Historie. Destroyer kann Godzilla zeitweise überwältigen. Doch am Ende, nachdem er Godzillas Sohn angegriffen hat, da entfesselt Godzilla seine volle Macht. Denn trotz all seiner extrem mächtigen Fähigkeiten kann selbst Destroyer dem Zorn eines gerade sterbenden Godzillas nicht standhalten. Nein, Godzilla setzt alles daran, um Destroyer zu vernichten und besiegt ihn schließlich in einem finalen Showdown, der die Zuschauer zum damaligen Zeitpunkt weltweit beeindruckte und auch heute immer noch Spuren bei der Fangemeinde hinterlassen hat. Destroyer gilt bis heute als einer der tödlichsten und symbolträchtigsten Gegner, denen Godzilla je gegenüberstand, was wirklich bemerkenswert ist, da dieser Kaiju wie gesagt bisher nur ein einziges Mal vorgekommen ist. Während viele Kaiju einfach Monster sind, repräsentiert Destroyer eine tiefergehende Gefahr. Er ist das Produkt menschlicher Hybris und wissenschaftlicher Zerstörungskraft, manifestiert in dieses gewaltige Monster. Der Einsatz des Oxygenzerstörers schuf unabsichtlich einen Feind, der die Erde beinahe auslöschte. Und auch das ist wieder ein sehr wichtiger Punkt in Bezug auf den allerersten Godzilla-Film. Denn bereits im allerersten Godzilla-Film von 1954, da mahnte Dr. Serizawa bereits, dass wir aufpassen müssen, dass wenn wir den Godzilla jetzt mit dem Oxygenzerstörer zerstören werden oder eben vernichten werden, dass dann nicht der Oxygenzerstörer zur nächsten großen Bedrohung wurde. Und interessanterweise passiert genau das im Film Godzilla gegen Destroyer. Die Waffe manifestiert sich in dieses Ungeheuer und bedroht die gesamte Welt. Demnach ist Destroyer nicht einfach nur ein weiteres Monster in der Godzilla-Reihe, sondern steht wirklich für die unkontrollierbaren Konsequenzen von Technologie und Wissenschaft, wenn diese einfach ohne Rücksicht auf die Natur eingesetzt werden. Sein Vermächtnis bleibt bis heute bestehen und viele Fans halten ihn für einen der größten Gegner, denen Godzilla jemals gegenüberstand. Und das, ihr Lieben, sind die grob runtergebrochenen Grundfakten über Destroyer selbst, einem der furchterregendsten Monster im gesamten Godzilla-Universum. Ich glaube, im nächsten Video sollten wir uns mal anschauen, wie gut denn Destroyer gegen einen Godzilla Evolved im Kampf bestehen könnte. Aber jetzt schreibt ihr mir erstmal in die Kommentare unten rein, was haltet ihr von diesem mächtigen Gegner? Glaubt ihr, dass Destroyer eines Tages wieder auf die große Leinwand zurückkehren wird? Möglicherweise sogar schon im Monsterverse, vielleicht auch schon im nächsten Film, wer weiß. Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich mit dem Video raus für heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.